Freunde der Sonne und des Winters, ich spiele heute in diesem Video den zweiten von drei Parts der Grinch-Challenge, die von der lieben Esmeralda ins Leben gerufen wurde. Falls ihr noch nicht gesehen haben solltet, wie der Grinch versucht hat, Weihnachten zu stehlen, dann schaut euch am besten erst dieses Video hier an. Der Grinch merkt jetzt einfach langsam, dass irgendwie alle nicht so böse darüber sind, dass er Weihnachten gestohlen hat, wie er dachte. Also alle sind trotzdem noch ziemlich glücklich. Natürlich wird er es aber trotzdem weiter versuchen und die Leute hier verspotten, oh, dem kleinen Kind gefällt das gar nicht, aber egal, wir werden sein Haus beleidigen. Es sieht viel zu weihnachtlich aus. Genauso wie auch sein Outfit. Einfach scheußlich. Aber trotzdem hat der Grinch das Gefühl, dass es irgendwie niemandem etwas auszumachen scheint. Sie sind alle sauer auf ihn, auf den Grinch, aber nicht auf Weihnachten. Also sein Ziel ist eigentlich noch gar nicht erfüllt, denn er wollte, dass die Leute Weihnachten genauso sehr hassen wie er und nicht ihn selbst. Das ist nur so ein kleiner netter Nebeneffekt. Und deswegen sitzt der Grinch schon hier, ist unfassbar sauer und muss seinen Frust rauslassen. Ihr seid alle so naiv. Was gibt es an dieser lächerlichen Weihnachtsfreude zu feiern? Ich habe euch eure geliebten Dekorationen und Geschenke genommen und trotzdem seht ihr glücklich aus. Hallo Grinch, du warst wirklich kreativ mit deinem Anti-Weihnachtszauber. Was gibt es da zu lachen, Kleiner? Ich wollte doch, dass ihr alle euren Fröhlichkeitsbonus verliert. Oh, das ist nicht so wichtig. Weihnachten geht nicht nur um solche Dinge, sondern um die Gemeinschaft und um die Liebe, die wir teilen. Liebe, Gemeinschaft? Das sind doch alles nur leere Phrasen. Ihr solltet euch bei mir bedanken, dass ich euch von diesem Weihnachtsquatsch erlöst habe. Ich verstehe das nicht. Warum seid ihr alle nicht wütend? Vielleicht suchst du das Glück an den falschen Orten. Weihnachten kann auch für dich etwas Besonderes sein, wenn du es zulässt. Das bezweifle ich stark. Du könntest es zumindest versuchen. Vielleicht findest du in deinem Herzen ja doch noch ein bisschen Platz für ein bisschen Weihnachtsfreude. Mal sehen, Kleiner. Ich weiß ja nicht. Der Grinch ist noch nicht ganz so überzeugt vom Plan des kleinen Jungen und deswegen wird er auch gleich mal diese Frau, die übrigens seine Mutter ist, beleidigen. Wir werden uns über die Karriere streiten, denn scheinbar arbeitet sie irgendwo auf dem Weihnachtsmarkt oder so, so wie das aussieht. Und dann werden wir nochmal ihr Haus beleidigen, einfach weil es viel zu weihnachtlich aussieht. Die Regeln für die zweite Woche sind nämlich, dass wir uns mit einem Kind anfreunden, aber die Eltern zunächst noch ärgern. Und zum Schluss werden wir aber mit diesem Kind beste Freunde. Und das wird dann der Anlass, wo der Grinch über sein Leben nachdenkt, ob es denn alles so richtig war oder ob er nicht nochmal etwas an sich ändern sollte. Die Regeln findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung, aber wir müssen jetzt erstmal weitermachen und die Eltern noch ein bisschen weiter ärgern. Wow, wir haben sie noch nicht mal geschubst und sie ist trotzdem ausgerutscht. Wir werden ihr aber nochmal verbotene Wörter um die Ohren brüllen und über einen anderen Sim lästern. Und zwar, naja, eigentlich könnten wir über jeden lästern, aber wir lästern einfach mal über ihren Ehemann. Damit machen wir ihr deutlich, dass sie wirklich eine sehr komische Familie hat, so wie eigentlich jeder hier. Und sie sagt, ich kann ja verstehen, dass du ein Problem mit Noelle hast, aber mir wäre es lieber, wenn du mich aus der Sache raushalten würdest. Oh Mann, ey, also irgendwie hat der Grinch bei allem, was er tut, Unrecht. Nur sein kleiner Max hat ihn lieb und der Grinch liebt auch nur seinen kleinen Hund Max. Aber ich würde sagen, es ist schon spät und der Grinch geht wieder nach Hause ins Bett. Schließlich gibt es nicht mal mehr ein Haus, was er bestehlen kann. Er hat schon überall die Weihnachtsdeko entfernt und trotzdem sind die Leute nicht wütend auf Weihnachten. Als Mitternachtssnack gibt es natürlich nochmal ein paar Chips und vielleicht kann er ja mal versuchen, sich mit den Staubmäusen anzufreunden, so als Anfang. Denn abgesehen von seinem Hund Max ist Staub und Müll das Einzige, was er mag. Und die Wollmaus hat sogar ein staubbedecktes Spielzeug im Gerümpel des Haushalts gefunden. Wer weiß, wie lange dieses Spielzeug schon als verschollen galt. Na klasse, also die Wollmaus hat tatsächlich eine Spielzeugkiste gefunden. Etwas, was wahrscheinlich normalerweise zu Weihnachten verschenkt worden wäre. Das bedeutet, selbst diese kleinen süßen Wollmäuse kann er günstig gebrauchen und er wird drauftreten. Der nächste Tag ist auf jeden Fall angebrochen und inzwischen ist hier einfach sogar so ein weihnachtliches Maskottchen aufgetaucht. Also wie schlimm kann es für den Grinch denn noch werden? Können wir dieses Maskottchen... Nein, wir können es leider nicht beleidigen. Ich glaube kaum, dass der Grinch den Bergtanz mit dem Maskottchen tanzen wird. Wir werden einfach versuchen, es zu ignorieren und stattdessen wieder die Eltern des Kindes beleidigen. Dinge, die der Grinch halt so tut. Oh no! Und pfui, die Mieteinheit wird von Insekten bevölkert. Rufe den Sim an, dem das Mietobjekt gehört, damit er das Insektenproblem löst oder versuche selbst, die Insekten zu beseitigen. Oh mein Gott, ist das ekelerregend. Wir haben einfach wirklich Kakerlaken bei uns, aber... Naja, also eigentlich stört es den Grinch auch nicht, oder? Ich meine, es ist der Grinch. Er hat ja auch schon ein paar Spinnen zu Besuch, also so ein paar Kakerlaken. Die machen doch nun auch den Kohl nicht fett. Wir haben hier oben also eigentlich ein paar Aufgaben, aber die ignorieren wir einfach, denn ja,
Leute beleidigen, das ist wichtig. Wir müssen doch irgendwie schaffen, dass die Leute Weihnachten genauso sehr hassen wie wir. Aber irgendwie scheint das nicht so ganz zu funktionieren. Wir sehen, die beiden hassen uns zwar absolut, aber sie tragen immer noch alle drei, inzwischen sind es sogar drei, sie tragen immer noch allesamt hier in Whoville ihre Weihnachtskleidung. Und jetzt, wo die anderen alle abhauen, taucht tatsächlich wieder dieser kleine, nervige Junge von gestern auf. Ach, was willst du denn schon wieder, Kleiner? Kommst du schon wieder, um mir zu erzählen, wie toll Weihnachten doch ist? Nein, ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Hattest du eine gute Zeit seit unserem letzten Gespräch? Was geht dich das an? Mir geht es gut genug, ich brauche keine Freundlichkeit. Du magst so tun, als wenn du nichts brauchst, aber vielleicht brauchst du einfach jemanden, der sich um dich kümmert. Niemand kümmert sich um den Grinch und das ist auch gut so. Vielleicht hast du recht, aber manchmal kann man Überraschungen erleben, wenn man es am wenigsten erwartet. Überraschung? Was redest du da? Nun ja, ich dachte nur, dass wir zusammen vielleicht ein paar Weihnachtstraditionen ausprobieren könnten. Wer weiß, vielleicht entdeckst du daran sogar was, was dir gefällt. Weihnachtstradition. Das ist doch Firlefanz. Du könntest überrascht sein. Es könnte sogar Spaß machen. Spaß mit dem Grinch? Das ist ja wohl das Lächerlichste, was ich jemals gehört habe. Vielleicht könnte es aber auch das Beste sein, was hier passiert ist. Na schön, Kleiner. Vielleicht probieren wir es aus. Aber nur, um dich zum Schweigen zu bringen. Hervorragend. Damit haben wir es auf jeden Fall schon mal geschafft, dass die Beziehungsleiste im grünen Bereich ist. Und das ist auch abgesehen von Max die allererste Beziehungsleiste, die im grünen Bereich ist. Und ich fürchte, das bedeutet, wir müssen jetzt wirklich mit diesem kleinen Jungen an Weihnachtstraditionen arbeiten. Und als allererstes möchte er doch bestimmt mit uns Schlitten fahren. Ich glaube, der Grinch hätte niemals damit gerechnet, dass er das hier jemals tun würde. What? Und er hat sogar seine Angst besiegt? Der Grinch hat seine Angst mit einem Seufzer der Erleichterung besiegt. Er hat das Gefühl, als könnte ihm nichts und niemand mehr etwas anhaben. Wie schön. Manchmal sind nur ein paar offene Worte erforderlich, um herauszufinden, warum ein Sim die Gesellschaft eines anderen Sim nicht schätzt. Wie hervorragend passt das denn bitte? Also dieser kleine Junge hat es wirklich jetzt schon geschafft, dass der Grinch sich zumindest ein kleines bisschen besser fühlt. Die anderen Leute in Whoville hasst er immer noch, aber dieser kleine Junge erscheint wirklich etwas ganz Besonderes zu sein. Und der Grinch kann es kaum glauben, aber diese ganze Sache mit dem Schlittenfahren hier macht ihm sogar ein bisschen Spaß. Jetzt ist es aber schon sehr, sehr spät und der Junge ist ja noch relativ jung, deswegen würde ich sagen, dass wir ihn mal wieder nach Hause bringen, zu seinen Eltern. Und der Grinch möchte noch nicht so richtig zugeben, dass es ihm heute gefallen hat. Aber er hat auf jeden Fall schon mal das Gefühl, dass es irgendwie gut getan hat, so viel Zeit mit diesem Jungen zu verbringen. Er hat den Jungen also nun wieder ins Haus gelassen und ist froh darüber, dass seine Eltern davon nichts mitbekommen haben, denn die hasst er nach wie vor. Aber damit wird der Grinch nun wieder nach Hause gehen, sich zuerst nochmal ein paar Chips holen und stimmt, da war ja was. Die Käfer, die sind immer noch hier. Wir haben noch 14 Stunden für das ganze Zeit und ich bin ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, was passiert, wenn wir es nicht machen. Werden wir dann hier rausgeschmissen? Aber eigentlich traut sich ja wohl auch keiner hier in die Höhle vom Grinch, um ihn rauszuwerfen. Heißt also, wir legen uns einfach seelenruhig schlafen, so als wäre nichts. Ich meine, es sieht hier nicht wirklich anders aus als sonst. Der nächste Morgen ist auf jeden Fall angebrochen und wir sehen hier, dass der kleine Junge sehnlichst vor unserer Haustür wartet, um weitere Winter- und Weihnachtstraditionen auszuprobieren. Und da liegt ein Kackhaufen. Also ich fürchte, unserem lieben Grinch bleibt fast nichts anderes übrig, als auf den kleinen Jungen einzugehen und er möchte unbedingt hier vor der Haustür Tür des Grinch, zusammen mit dem Grinch natürlich, einen Schneemann bauen. So etwas eigentlich Grässliches. Und der Grinch kann es selber kaum glauben, als er bemerkt, dass er ein Lächeln auf dem Gesicht hat beim Schneemann bauen. Der kleine Max genießt das Ganze auf jeden Fall auch, denn er hat das Gefühl, dass sein Herrchen jetzt endlich zu einem besseren Menschen wird, beziehungsweise zu einem besseren Grinch. Und in ein paar Minuten ist die Sache mit dem Insektenbefall fertig und ich bin wirklich gespannt, was dann passiert. Ach, ein Glück. Zum Glück leben Insekten nicht so lange und das Problem ist größtenteils aus der Welt. Aber die Mieteinheitbewertung ist aufgrund der mangelnden Pflege gesunken. Und dazu hat der Eigentümer-Sim uns auch noch als Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten 25 Simoleons geschickt. Also Jackpot. Aber wie gesagt, dem Grinch gefällt es irgendwie hier, was er tut. Und was ich sehr spannend finde, er findet seine eigene Umgebung in der Nähe von dem Jungen peinlich. Freunde willkommen zu heißen, wenn bei dir Schmutz und Elend regieren, ist keine gute Idee. Das bedeutet also, der Grinch sieht den Jungen inzwischen tatsächlich als Freund. Wie schön ist das denn bitte? Oh mein Gott, und wir sehen es hier auch. Sie sind tatsächlich Freunde. Und der Junge
ist unglaublich glücklich, dass er dem Grinch dabei ein bisschen helfen kann. Und die Schneemänner, die die beiden gebaut haben, sind auch wirklich niedlich. Wir müssen aber noch an weiteren Weihnachtstraditionen arbeiten, deswegen sagt der Junge jetzt, komm Grinch, wir gehen zu mir nach Hause und backen ein paar Plätzchen. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Wir stiefeln ihm hinterher, um Plätzchen zu backen. Und der Junge sagt wahrscheinlich sogar, keine Sorge Grinch, meine Eltern sind sowieso gerade nicht zu Hause, also du hast nichts zu befürchten, die sind arbeiten. Und genau deswegen machen wir jetzt zusammen mit ihm ein paar Zuckerkekse. Oh mein Gott, und seht ihr das? Der Grinch ist zum allerersten Mal glücklich, weil er eine Freundschaft geschlossen hat. Eine neue Freundschaft kann ein Sim wirklich aufmuntern, das ist so schön. Und er ist glücklich, weil er einen Schneemann gebaut hat. Was könnte befriedigender sein, als sich einen eigenen Freund zu bauen? Grinch freut sich über einen neuen Kumpel aus Schnee. Also ich glaube, er hat inzwischen wirklich Gefallen an Freundschaft gefunden. Ist das süß? Und jetzt stehen die beiden hier gemeinsam in der Küche des kleinen Jungen und backen Weihnachtskekse. Und damit sind die Kekse fertig und wir können uns zusammen ein Gericht nehmen. Und haben die Kekse damit nicht nur zusammen gebacken, sondern essen sie sogar gemeinsam. What? Und jetzt ist hier auch noch ein Feuer ausgebrochen. Ich glaub's nicht. Wir müssen das Ganze ganz schnell löschen und damit können wir sogar die Familie von dem kleinen Jungen retten. Warum glitzert er so doll? Los, Grinch, lösch das Feuer, denn dann bist du sogar ein Held. Da sind die anderen beiden. Los, Grinch, nicht schreien. Löschen, lösch das Feuer. Oh, wie großartig. Der Grinch ist jetzt einfach wirklich ein Held für die Familie. Aber das Feuer breitet sich immer weiter aus. Mach bitte schnell, Grinch. Wir haben es geschafft. Wir sind ein Held. Dieser Gesichtsausdruck sagt alles. Er kann es nämlich selber nicht glauben. Aber unser Grinch ist ein Held. Da wir aber in Woche 2 sind und noch nicht in Woche 3, wird der Grinch nochmal gemein zu den Eltern des Jungen sein. Sie beleidigen und sowas sagen wie, ja, wie könnt ihr denn auch so blöd sein und euren weihnachtlichen Kamin auf den Teppichboden stellen? Das gefällt dem kleinen Jungen aber gar nicht. Und er wird den Grinch wahrscheinlich beiseite ziehen und sagen, komm Grinch, wir haben so gut angefangen und wollen wir nicht noch ein bisschen was anderes probieren? Wir könnten zum Beispiel Schlittschuh fahren. Okay, können wir nicht, weil hier ein riesen Baum auf der Schlittschuhbahn steht. Aber das macht nichts. Es ist auch schon wieder spät. Der Tag, der war definitiv anstrengend und anders wild. Und deswegen wird sich der Grinch nun wieder auf den Weg in seine schmutzige Grinch-Höhle machen. Und damit ist der nächste Tag angebrochen und der Junge wartet schon wieder vor unserer Haustür. Und es ist kaum zu glauben, aber unser Grinch ist inzwischen einfach sogar kokett. Also er sehnt sich nicht nur nach Freundschaft, sondern sogar nach Liebe. Der kleine Junge sagt uns jetzt aber, dass wir noch nicht fertig mit Weihnachtsaktivitäten sind. Denn was man noch tun könnte, ist zum Beispiel die Bäume beleuchten. Hier stehen ja ein paar in Whoville. Und deswegen werden wir ein paar der Bäume nun wirklich mit unserem einzigen Freund beleuchten. Und es sieht tatsächlich sogar so aus, als hätte der Grinch wirklich Spaß an dem Ganzen. Eine weitere Winteraktivität, die wir allerdings noch nicht getan haben, ist eine Schneeballschlacht. Und deswegen werden wir genau das nun auch mit unserem besten Freund neben unserem Hund Max machen. Und auch das scheint dem Grinch absolut zu gefallen. Er lacht sogar. Und es ist ja sogar ein bisschen was Gemeines. Nur mit diesmal keiner gemeinen Absicht. Und dem kleinen Kind, dem gefällt es auch auf jeden Fall. Also die beiden lieben es absolut. Oh, der Grinch kann sogar einen Smiley in den Schnee malen. Also das ist auch definitiv noch eine Winteraktivität und das ist wirklich irgendwie süß. Oh, schaut mal. Wir sind aber noch nicht ganz fertig mit der zweiten Woche. Wir verstehen uns zwar inzwischen sehr, sehr gut, aber wir müssen ja wirklich beste Freunde mit dem Jungen werden. Heißt also, daran werden wir jetzt noch arbeiten. Die beiden werden sich noch ein bisschen mehr miteinander unterhalten und vielleicht sogar darüber reden, wie das mit den Weihnachtsaktivitäten so gelaufen ist. Du musst schon zugeben, es macht Spaß, oder? Vielleicht ein kleines bisschen, ja. Aber das ändert nichts daran, dass Weihnachten immer noch unnötig ist. Vielleicht liegt das Problem aber ja auch einfach gar nicht bei Weihnachten, sondern bei der Einsamkeit, die du versuchst zu verbergen. Was redest du da? Ich bin der Grinch. Einsamkeit ist meine Domäne. Aber du musst nicht einsam sein, Grinch. Es gibt so viele Sims hier in Whoville, die gerne Zeit mit dir verbringen würden. Zeit mit mir? Das ist doch absurd. Vielleicht, aber es könnte auch das sein, was dir bisher gefehlt hat. Gemeinschaft und Freundschaft. Vielleicht hast du recht. Na siehst du, und jetzt, wo wir gemeinsam Spaß hatten, könnten wir vielleicht Weihnachten für alle Sims in Whoville retten. Wir könnten zusammen was Gutes tun. Retten? Ich? Das ist doch nicht mein Stil. Aber es könnte dein neuer Stil werden. Gestern hast du doch schon meine Familie vor dem Feuer gerettet und gemeinsam könnten wir Whoville zeigen, dass Weihnachten nicht durch Zerstörung, sondern durch Liebe gerettet wird.
Vielleicht sollten wir das versuchen, Kleiner. Es könnte ja tatsächlich funktionieren. Das wird fantastisch. Weihnachten wird dieses Jahr unvergesslich. Ja, Kleiner, vielleicht wird es das. Und damit haben wir es tatsächlich geschafft. Und die beiden sind beste Freunde geworden. Heißt also, damit haben wir auch die zweite Woche erfolgreich gemeistert. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um auch den dritten Part nicht zu verpassen.